Mal je mehr forsche ich habe, desto besser ist das auch. Was kostet so ein Forschungstisch nochmal 300 Gold, 300 Holz? Ah, das geht einigermaßen. Oh, hier wäre sogar ein bisschen Gold drin. Versteckt. Oh. Hier ist noch mehr Gold. Also Silber, in Form von Silber. Und ja, ich glaube, ich gehe wirklich in Richtung Kosteneffizienz erst einmal. Bevor ich hier anfange, alles zuzubauen. Sollte mir vielleicht auch einen dritten Bergarbeiter zulegen. Ja, mache ich das auch mal gleich. Einen auf plus 5 trainieren, also einen Jungzwerg auf 5 hochlaufen lassen und ihn dann auch zum Bergarbeiter machen. Jetzt sind sie wieder da unten am Buddeln. So, jetzt sind schon mal ihre Spitzhacken effektiver. Und effektivere Spitzhacken sind schon mal ein gutes Zeichen. Und wir könnten am besten gleich schon mal die Bettgeschichte etwas verbessern mit den Steinen, die wir haben. Nein, erstmal einen Forschungstisch bauen, der ist wichtiger. So, gehe ich da raus. Ja, du bist müde. So, Forschungstisch. Erstmal dahin. Also jetzt noch Plattenpanzer und dann geht's... Ah, die beiden bräuchte ich eigentlich auch noch. Kosteneffizienz bringt mich zwar nicht an zwergische Vorbilder, aber das macht schon mal alles hier etwas effektiver. Warum ist mein Prinz hier jetzt auf einmal als Dungeon Master angegeben? Dungeon Master Brenno hier, ja. Vielleicht weil ich die passende Rüstung dazu habe.
Hier ist immer noch etwas Gold versteckt. Hier sind auch noch Ressourcen. Das hier zu bauen, das hier muss alles zugebaut werden. Und dafür bräuchten wir bessere Holzpflanzen, die wir noch nicht haben. Hier ist noch ein bisschen Gold, hier ist noch ein bisschen Silber. Den Stein ignoriere ich. So, jetzt brauche ich einen von den beiden mal auf Stufe 4 oder 5. Da sehe ich, dass ich sie upgraden kann. Mann, da ist wieder Turmalin im Boden. So. Und ja, ich mache hier alles löcherig wie einen Schweizer Käse. Finde es übrigens gerade lustig, was mir zum ersten Mal auffällt, dass alle Zwerge hier orangefarbene Bärte und Haare haben. Also so orange-rot. Noch mehr Gold. Warum ist da noch mehr? Na gut. Nein, lieber nicht. Machen wir es lieber so. Auf die Art. Du, da musst Stufe 5 werden. Und ich verkaufe jetzt schon mal zwei von den alten Betten und stelle noch mal zwei neue gute auf. Das war falsch. Dieses Bett hier. Bringt zwar nicht so viel wie das bequeme Steinbett hier, was DLC ist. Aber es bringt was. Also es bringt mehr als genug. Es bringt 4 Zufriedenheit und 4 Mats. Im Gegensatz zu 2 Zufriedenheit und 1 Mats. Genauso könnte ich irgendwann mal hier einen Steintisch reinsetzen. Der sieht dann besser aus als der normale Esstisch. Der Festtagstisch? Nee, der bringt genauso viel wie der Steintisch. So, aber was auch wichtig ist, wäre hier fertig. Wieder jede Menge Silber. Dann müssten wir hier genauso noch ein paar Löcher ausheben. So, hier kann ich jetzt mit den Mauern mal fertig machen. So, da ist der Thronsaal fast fertig, bis auf diese Wand hier. Ja, Forscher und dann
Bergarbeiter. Wobei sich das mit den Bergarbeitern jetzt mittlerweile doch erledigt hätte. Wenn die sich nicht wieder den Tod buddeln. So, hier ist auch noch eine kleine Ader, die wir ausheben können. Und ich habe wirklich so das Gefühl, dass die Arbeitergeschwindigkeit hier oben wahrscheinlich den Ausschlag gibt für die besseren Pflanzen. Weil sonst müssten wir sie eigentlich hier kriegen. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Aber als erstes die Kosteneffizienz, bitte. Sobald wir mit der Arbeiter... Oh, mit dem Plattenpanzer haben wir auch übrigens noch nicht. Dafür sind wir jetzt hier langsam fertig. Da würde ich mich hier in den seltsam aussehenden Raum reinbuddeln. Das will ich aber erst später machen. Ich bediene mich lieber mal hier am Gold unter den Steinen. Und baue den Thronsaal weiter zu. Aber wie gesagt, ich glaube langsam nicht, dass ich noch einen dritten Bergarbeiter brauche, jetzt wo ich eh nicht mehr so viel zu buddeln habe. Außer jetzt das da unten und vielleicht die Löcher hier nachher in die Schlafkammer. Also ja, ich will erst hier zustopfen, nachdem ich den Thronsaal fertig habe. Ja, Kumpel, das ist ein Steinthron. Da würde ich mich nicht draufsetzen, wenn du nicht willst, dass der Dungeon Master dich frisst. Genau, der hält jetzt ein Nickerchen hier mit offenen Augen. Und er sieht schon ein bisschen anders aus als hier unten im Fenster. So, gleich mal eine Brücke platzieren. Nein, so eine Brücke. Weil hier runter ist sogar Undigium. Auch gut zu wissen. Dass hier teilweise so ein Digium drunter ist. Also bis jetzt haben wir nur einen wirklichen Ausgang aus unserer Zwergenfestung.